oft vergehen 10 Jahre zwischen Auftreten der Symptome und wirklich der Diagnosestellung. Hallo, mein Name ist Rona Speer. Ich bin Frauenärztin und arbeite für die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung. Und ich werde versuchen, eure Fragen zur Endometriose zu beantworten. Wie diagnostiziert man die Endometriose? Die Diagnosestellung ist natürlich ein wenig schwierig, weil die Symptome so unspezifisch sein können und weil man auch starke Regelbeschwerden nicht unterscheiden kann von einer Endometriose. Wenn ihr selber das Gefühl habt, diese Symptome treffen auf euch zu, das heißt, ihr habt diese Art Schmerzen, dann solltet ihr natürlich zum Frauenarzt gehen und euch mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt darüber unterhalten. Die Ärzte werden euch befragen ausführlich zu der Art des Schmerzes und werden natürlich auch eine normale gynäkologische Untersuchung durchführen. Mit der Ultraschalluntersuchung kann man leider nicht beweisend feststellen, ob es sich um eine Endometriose handelt. Man kann aber zum Beispiel die Zysten, die an den Eierstöcken möglicherweise vorhanden sind, die kann man sehen mit dem Ultraschall. Beweisend für eine Endometriose, also die sichere Diagnostik, das ist die Bauchspiegelung. Das ist ein kleiner Eingriff, der in Vollnarkose durchgeführt wird und dabei macht man einen kleinen Schnitt im Bauchnabel und geht mit einer Kamera, mit einer Optik durch den Bauchnabel ein und kann sich dann alle Organe im Bauchraum anschauen und kann eben sehen, ob sich Endometriose im Bauchraum an den Eierstöcken, an den Eileitern niedergelassen hat, also ob sich diese Schleimhaut dahin verirrt hat, und kann auch im gleichen Eingriff versuchen, diese Herde der Gebärmutterschleimhaut zu veröden, also mit Strom zu zerstören. Mit dem operativen Eingriff sollte eine deutliche Besserung der Beschwerden eintreten. Allerdings muss man auch sagen, eine Operation geht immer mit Operationsrisiken einher. Darüber wird man vorher aufgeklärt und das bedeutet auch, dass durch den Eingriff Verwachsungen entstehen können oder dass Infektionen passieren können. Ihr hattet gefragt, kann man von der Endometriose unfruchtbar werden? Ganz klares Ja. Bei einer leichten Endometriose steht die Sterilität oft nicht so im Vordergrund, aber bei einer schwereren Form kann Endometriose wirklich dazu führen, dass die Eileiter oder die Eierstöcke so zerstört sind und so vernarbt sind, dass eine Schwangerschaft auf natürlichem Weg nicht möglich ist. Das heißt, es müsste dann eine Operation durchgeführt werden, bei der eventuell mikrochirurgisch die Eileiter wieder durchgängig gemacht werden oder lokal zerstörtes Gewebe entfernt wird. Wie kann man Endometriose behandeln? Das Hauptziel der Behandlung ist die Schmerzlinderung und dabei handelt es sich zum einen um eine symptomatische Therapie, das heißt, man kann Schmerzmittel geben, auch wenn es die frei verkäuflich gibt. Ihr solltet nicht einfach die Schmerzmittel einnehmen, sondern auch das mit euren Frauenärzten rücksprechen, sodass die einen Eindruck haben und wissen, dass ihr so starke Schmerzen habt, dass ihr Schmerzmittel braucht. Sonst geht dieses Symptom unter und das kann eben auch dazu führen, dass so eine Diagnostik verzögert wird. Oft vergehen 10 Jahre zwischen Auftreten der Symptome und wirklich der Diagnosestellung. Oder eine hormonelle Therapie. Man kann auch die ganz normale Pille geben, also so ein Einphasenpräparat, eine Kombination aus Östrogen und Gestagen. Unser weibliches Geschlechtshormon Östrogen ist also der Hauptstimulator, der das Endometrium wachsen lässt. Und die Therapie beruht darauf, dass man das Östrogen versucht zu reduzieren oder nicht so wirksam zu machen, damit die Endometriose so in Schach zu halten und die Beschwerden zu verringern. Bei Frauen, die zum Beispiel Endometrium in den tieferen Wandschichten der Gebärmutter haben, ist es auch sinnvoll oder kann es auch sinnvoll sein, so ein gestagenhaltiges IUD, also eine Spirale, einzulegen. Allerdings können diese Gelbkörperhormone, also die Gestagene, Nebenwirkungen mit sich bringen. Ihr hattet auch gefragt, wie wirkt sich das auf das Sexleben aus? Gestagene können zu einem Libidoverlust führen, können auch Stimmungsschwankungen oder Wassereinlagerungen, Depressionen oder ähnliche Pillennebenwirkungen so verursachen oder bewirken. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Tschüss! Hallo, ich bin Ich bin heißen.